Hier ist der Joe aus der Basteloase. So, ich habe mein erstes selbstgemachtes Mini-Album aus Briefumschlägen fertig. Mit Pferdenmotiven. Pferdemotiven. Ich werde euch das jetzt schon mal zeigen. Das ist schon mal die Vorderseite. Das hier vorne ist gestempelt mit einem Stempel von der guten La Blanche. Wie man sieht, ganz, ganz toll gearbeitet ist das Pferd. Hier in der Mitte habe ich halt immer so eine Borte lang gemacht. Und jetzt, oh, sieht schon mal von außen aus. Die Rückseite ist relativ einfach gehalten. Und dann mache ich das Ganze jetzt mal auf. Und dazu hat man hier einen Pinsel. Kann man das hier aufmachen. Dann haben wir hier einmal die erste Seite. Dann habe ich hier wieder kleine Pferdemotive. Die habe ich mir bei Etsy heruntergeladen. Da findet man ja wirklich, gerade so bei Junk Journal, findet man da ja quasi alles zu jedem Thema tonnenweise zu guten Preisen, was man eben weiterverwerten darf. Also das ist absolut klasse. Etsy ist ja wirklich so ein bisschen eBay für Künstler. Da findet man ja alles in der Richtung. Hier hinter, das ist halt quasi so eine Einstecktasche. Und dahinter kann man halt perfekt dann ein Foto machen. Das ist halt hier dann auf jeder Seite so. Und dann kann man das Ganze noch mal einmal so aufklappen. Dann hat man da Foto, da Foto, da Foto. Und dann ist hier noch mal ein Täschchen. Da ist ein kleiner Einleger drin, damit ich den Pinsel rausziehen kann. Hier einmal eine leere Seite für ein Foto. Und hier, mal gucken, ob ihr es richtig sehen könnt, das ist auch ein Druck, den ich mir bei Etsy heruntergeladen habe. Ich hoffe, ihr könnt ihn gut sehen. Auch traumhafte Motive, den ich hier also auf diese Seite geklebt habe, damit man da schon mal ein Motiv hat. Also ich persönlich mag Pferde einfach auch sehr gerne, deswegen ist mir auch sehr gut von der Hand gegangen und ich hatte so richtig Lust zu, sowas mal zu machen. Geht's hier nochmal weiter. Hier sind nochmal wieder zwei. Meine Eltern hatten nämlich früher Pferde. Die waren bei uns auf dem Grundstück eine Zeit lang mit. Ich bin auch so mit Pferden aufgewachsen, so gesehen. Und das war immer ganz toll. Bin früher auch selber geritten, nur ich bin so ein Kandidat. Ich bin mir runtergefallen und dann wieder aufgestiegen. Und dann ist das ja so, dann traut man sich meistens nicht so wirklich wieder drauf. Hier habe ich wieder diese Hintergrundmotive, also dieses Weiß einfach, hier wieder zum Einstecken. Dann habe ich hier auch nochmal einen kleinen Einleger mit, ich finde, einem wirklich wunderschönen Pferdemotiv. So ein schöner weißer Schimmel, toller Mähne im Galopp. Also das sieht wirklich ganz, ganz toll aus, ganz, ganz edel, finde ich. Und auf der Rückseite eben wieder einfach nochmal ein weißes Kontrastpapier, wo man selber ein Foto aufkleben kann. Für diejenigen, die dieses Album dann hat. Und hier nochmal wieder so eine Zweierseite, die man dann hier nochmal aufklappen kann, dass man hier nochmal so eine schöne Dreierseite hat, wo man dann Fotos machen kann, wo man dann Fotos reinkleben kann von seinen Pferden. Und hier ist dann auch nochmal so ein kleiner Einleger drin. Und hier einfach mal so ein kleiner Westernreiter. Also in den 80er Jahren hätte man wahrscheinlich Marlboro Man dazu gesagt. Aber auch wieder sehr, sehr schön. Sehr toll, finde ich, von den Farbmotiven her. Und auch die ganze Silhouette, die ihr seht, zu sehen ist, sehr, sehr schön. Und dann haben wir hier einmal nochmal einfach nur die letzte Seite. Da kann man dann halt auch nochmal zwei Fotos hin machen. Reinstecken, dann muss man die nicht kleben, dann kann man die bei dem Bedarf mal austauschen. Man kann sie natürlich auch kleben, wie man möchte. Und das war's dann auch schon. Das war, wie gesagt, mein erstes selbstgemachtes Album aus Briefumschlägen. Ihr könnt mir ja gerne mal einen Kommentar hinterlassen, wie euch das gefallen hat. Ansonsten lasst uns gerne, gerne ein Abo da, wenn es euch gefällt. Guckt unsere anderen Videos. Wir haben noch ganz viele tolle Sachen drin.
Andrea macht ganz viele Anleitungen. Ich habe auch noch Anleitungen drin. Wer uns kennt, weiß das ja schon. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Da freuen wir uns drüber. Empfehlt uns weiter, wenn es euch gefällt. Damit könnt ihr uns den größten Gefallen tun. Eine kleine Info. Am 15.08. sind wir im Schwentinental in der U-Texter-Halle, heißt sie, glaube ich. Das ist die große Sporthalle da. Da ist ein Sommermarkt endlich mal wieder. Da haben wir einen Stand, da stellen wir aus. Also für alle, die aus der Nähe von Kiel kommen, ist das vielleicht noch mal ein Tipp, wo ihr uns dann auch mal live sehen könnt. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und ganz liebe Grüße aus der Basteloase. Tschüss!